Ich habe meine Aufgabe vor einem halben Jahr übernommen und habe an meinem ersten Tag einen ausgezeichneten Offizier der türkischen Streitkräfte kennenlernen dürfen, einen hervorragenden Botschafter der türkischen Streitkräfte. Er hat sich in den letzten 3 Jahren mit seinem ganzen Herzen und mit viel persönlichem Engagement für die deutsch-türkische Heereskooperation eingesetzt und wir haben ihm ganz, ganz viel zu verdanken. Und aus diesem Grunde möchte ich gerne Herrn Oberst Yilmaz Çetin, Colonel Yilmaz Çetin, zu mir nach vorne bitten. Republik Türkei für besondere Verdienste um die Bundeswehr, das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber. Bonn, den 27. April 2023, der Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius. Ich möchte mich bei dem Bundesministerium der Verteidigung und Kommando Heer für diese Auszeichnung danken und auch nehme mit Ehre dieses Ehrenkreuz an. Ich möchte auch besonders Sie, General Abed, und Ihr wertvolles Team für Ihre Unterstützung bei unseren militärischen Beziehungen danken. Ich möchte auch unsere Militärabteilung und ehrenwertes Botschafter Ahmet Başar Şen und ihr wertvolles Team auch für Unterstützung danken. Trotz Corona-Zeit gab es spürbare Entwicklungen in unseren militärischen Beziehungen. Ich hoffe, unsere historisch engen Zusammenarbeit auch in der Zukunft noch zunehmen werden. Danke schön nochmal für dieses schönes und vergessenes Abend.